Rückblickend erkenne ich, dass ich wieder die Kontrolle über mein Leben erlangt habe. Aber so hat es sich nicht angefühlt, als ich die Diagnose erhielt, CED. Und ich weiß, dass es vielen anderen ebenso geht. Mehr als 3 Millionen Menschen in Europa leben mit CED. Und es werden immer mehr. Wie auch ich zuvor, können Sie vielleicht nicht verstehen, warum Sie ständig Beschwerden haben, wie schreckliche Bauchschmerzen und unangenehmen Durchfall. Da ist eine Diagnose fast eine Erleichterung. Endlich zu wissen, was los ist. Dann kommt wahrscheinlich die Sorge und so viele Fragen, vielleicht auch Wut und Angst. Wenn Sie nicht wissen, wie es weitergeht, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ihre Diagnose ist der erste Schritt, wieder zurück zur Normalität zu finden. Ihr Arzt ist für Sie da. Von ihm erhalten Sie Informationen über Ihre Krankheit und die Behandlungsmöglichkeiten. Sie können sich außerdem über eine CED-Patientengruppe vor Ort mit anderen austauschen, über die Krankheit und das, was anderen geholfen hat. Sie haben zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich jede Menge Fragen. Holen Sie sich die Antworten, die Sie brauchen, denn so lernen Sie Ihre Krankheit besser kennen und verstehen. Am besten sprechen Sie offen und ehrlich mit Ihren Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, auch wenn es nicht immer leicht ist. Es wird eine Zeit lang dauern, bis es nicht mehr unangenehm ist, zu erklären, wie Sie sich fühlen und welche Behandlungen bei Ihnen anschlagen. Die Diagnose CED lässt das Leben in einem anderen Licht erscheinen. Jeder kommt anders mit diesen Veränderungen klar. Gehen Sie nicht auf Distanz zu Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihrem Partner. Anfangs sind Sie vielleicht sehr besorgt oder ein bisschen überfürsorglich, aber Sie möchten sicher nur helfen. Manchmal mag es ein bisschen viel sein, aber wenn Sie ihnen erklären, was CED ist und bedeutet, werden Ihnen die Veränderungen in Ihrem Leben leichter fallen. Halten Sie sie auf dem Laufenden, während Sie herausfinden, wie Sie am besten mit Ihrer Krankheit umgehen. So können Sie die Situation gemeinsam meistern. Lernen Sie, jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Die Veränderungen, die Sie geschafft haben, sind nicht immer leicht zu erkennen. Es braucht Zeit, einen Behandlungsplan und die für Sie geeigneten Abläufe auszuarbeiten. Es ist wie ein Ausschlussverfahren. Sie müssen verschiedene Dinge ausprobieren. Die Ergebnisse sind vielleicht nicht sofort spürbar und bei jedem anders. Sobald Ihr Behandlungsplan steht, werden Tests durchgeführt, die zeigen, wie es Ihnen geht und ob Ihre Symptome erfolgreich behandelt werden. Ihr Arzt wird alle Tests vorab erklären. Sie wissen also immer, was Sie erwartet. Als Patient haben Sie das Recht auf eine individualisierte Behandlung für die bestmögliche Lebensqualität. Arbeiten Sie also eng mit Ihrem Behandlungsteam zusammen, um den für Sie besten Plan zu entwickeln. Auch wenn es sich anfangs nicht so anfühlen mag, Sie sind definitiv nicht alleine. Ihr Arzt, Ihre Familie, Ihre Freunde und Selbsthilfegruppen vor Ort sind für Sie da, um Sie auf Ihrem Weg nach der Diagnose zu unterstützen. Das sind diejenigen, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Ziele zu erreichen. Mit der richtigen Diagnose, der richtigen Behandlung und der richtigen Unterstützung können Sie erreichen, was Sie vom Leben erwarten und Ihre Zukunft planen. Vom Studium bis zur Party bei Freunden, vom eigenen Haushalt bis hin zum Marathon. Das nächste Kapitel schreiben Sie.